Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Kantate. Eigentlich steht an diesem Sonntag das Singen und der Lob Gottes im Mittelpunkt. Aber mit dem Singen ist es in diesen Tagen so eine Sache. Einige Kirchengemeinden beginnen mit diesem Sonntag wieder mit den Gottesdiensten in ihren Gebäuden. Aber alles auch mit Hygieneauflagen. Und dazu gehört, dass die Gemeinde im Gottesdienst nicht singt. Je besser jemand singen kann, umso ansteckender ist er auch. Dabei ist der Lob Gottes neben der Wortverkündigung und dem Gebet eine zentrale Säule des Gottesdienstes. Ich lade euch ein, heute mal ganz bewusst die Lieder mitzusingen. Unser Kirchenrat plant für die Pfingsttage mit den Gottesdiensten wieder zu beginnen. Im Zentrum des heutigen Predigttextes steht ein besonderer Gottesdienst. Erzählt wird die Einweihung des Tempels in Jerusalem zur Zeit Salomos. Grund also, grundsätzlich über unser Gottesdienstverständnis einmal nachzudenken. Beginnen wir den Gottesdienst mit einem stillen Gebet. Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Interessieren dich nicht. Nach beeindruckenden Kirchengebäuden fragst du nicht. Lange, wortreiche Gebete und Zeremonien liebst du nicht. Du willst, dass wir nach deinem Wort leben, dass wir das Recht der Fremden, Witwen und Waisen schützen. Wir müssen dir gestehen, dass wir die Prioritäten oft falsch setzen, uns an Äußerlichkeiten mehr festmachen, als daran, Salz und Licht der Welt zu sein. Vergib uns unsere Schuld. Ich lese als Weisung 2. Mose 20. Und Gott redete alle diese Worte.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Thank you.
gerade in diesen unsicheren Zeiten, in denen ein Virus so ganz unser Denken und Handeln bestimmt, uns im Griff zu haben scheint, sind wir angewiesen auf ein gutes Wort. Ein Wort, das uns bewusst macht, dass du unser Herr und König bist, dass deine Gnade alles andere in dieser Welt in den Schatten stellt. Gib, dass wir uns wieder darauf besinnen, was wirklich wichtig für unser Leben ist, woher wir kommen und wohin wir gehen. Amen. Ich lese Jeremia 7, Verse 4 bis 8 und 11. Glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt: Dies ist der Tempel des Herrn, dies ist der Tempel des Herrn, hier wohnt der Herr, damit betrügt ihr euch selbst. Nein, ihr müsst euer Leben und Tun gründlich ändern. Geht gerecht miteinander um. Nutzt nicht Fremde, Waisen und Witwen aus. Vergießt nicht das Blut unschuldiger Menschen. Lauft nicht den fremden Göttern nach, die euch ins Unglück bringen. Nur dann könnt ihr hier wohnen bleiben, in dem Land, das ich euren Vorfahren als Erbbesitz gegeben habe. Seht doch ein, dass ihr euch selbst betrügt. Ist denn dieses Haus, das doch mein Eigentum ist, in euren Augen ein Versteck für Räuber geworden? Gut, dann werde auch ich es so ansehen. Das sage ich, der Herr. Am 8. März waren wir zum letzten Mal im Gottesdienstraum zusammen und haben dort Gottesdienst gefeiert. Nun soll es an Pfingsten wieder losgehen. Es wird ein vorsichtiges sich wieder hineintasten in dieses Gebäude sein. Getrennt voneinander werden wir sitzen, mindestens in einem Abstand von 1,5 Metern, und
Wir werden nicht miteinander singen können. Über 2 Monate hatten wir also Pause. Der Shutdown hat auch uns als Gemeinde getroffen. Ihr habt Gottesdienste über das Internet verfolgt oder Fernsehgottesdienste euch angeschaut. Und so schlecht ist das ja auch nicht, gemütlich im Wohnzimmer zu sitzen bei einer Tasse Kaffee. Und wenn es langweilig wird, ja, dann spult man einfach weiter oder schaltet um. Darum frage ich mal ganz provokativ, vermisst ihr eigentlich die Gottesdienste hier in der Kirche? Was unterscheidet einen Gottesdienst, an dem man persönlich teilnimmt, von einem, den man sich im Wohnzimmer anschaut? Unser heutiger Predigttext aus dem 2. Chronikbuch lädt dazu ein, nochmal neu über Gottesdienste nachzudenken. Ich lese uns 2. Chronik 5, 2 bis 14 nach der Übersetzung. Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels nach Jerusalem kommen, die Vertreter aller Stämme und Sippen. Die sollten die Bundeslade des Herrn von der Davidsstadt auf den Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. Alle Männer Israels kamen deshalb am Laubhüttenfest im 7. Monat des Königs zu König Salomo. Als die Ältesten versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern und trugen sie zum Tempel hinauf. Mit Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft Levi brachten sie auch das heilige Zelt und alle seine Geräte dorthin. König Salomo und die ganze Festgemeinde opferten vor der Lade eine große Menge Schafe und Rinder, mehr als man zählen konnte. Dann brachten die Priester die Lade des Herrn an den vorgesehenen Platz im hintersten Raum des Tempels, dem Allerheiligsten. Sie stellten sie unter die Flügel der Cheruben. Die Cheruben hielten nämlich die Flügel ausgebreitet und überspannten damit die Lade und ihre Tragstangen. Die Tragstangen waren aber so lang, dass ihre Enden nur zu sehen waren, wenn jemand direkt vor der Tür zum Allerheiligsten stand. Vom Hauptraum des Heiligtums aus waren sie nicht zu sehen. Die Lade befindet sich noch heute dort. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Gottesberg Horeb hineingelegt hatte. Auf ihnen steht das Gesetz des Bundes, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat, als sie aus Ägypten kamen. Die Priester traten wieder aus dem Tempel hinaus. Für diesen Tag hatten sich alle anwesenden Priester so vorbereitet, dass sie rein waren, auch die, deren Dienstgruppe während dieser Zeit dienstfrei hatte. Auch die Tempelsänger waren vollzählig zugegen. Die Leviten Asaf, Heman und Jedutun mit allen ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinen Leinen und standen mit ihren Becken, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Diese setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten: Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. König Salomo ist zufrieden. Er sitzt auf seinem Thron in seinem wunderschönen Palast in Sichtweite zum neu errichteten Tempel. Ein riesiges Fest hatte es gegeben. Alle wichtigen Leute des Landes waren gekommen. Alles, was Rang und Namen hatte, war eingeladen worden. Die gesamte Theologenschaft, alle Priester hatten es sich nicht nehmen lassen, an diesem Tag in den Gottesdienst feierlich einzuziehen. In ihren schönsten Ornaten hatte das was Erhebendes. Dazu die Leviten, Küster und Kirchenmusiker in einem Amt, mit ihren vielen Instrumenten. Nicht nur der Bau des Tempels, auch dieses Fest hatte Salomo jahrelang aufwendig planen lassen. Und besser hätte es nicht laufen können. Die Feierlichkeiten zur Einweihung des Tempels war
perfekt inszeniert und choreografiert worden. Natürlich gehörte zu so einem großen Fest auch ein gutes Essen. Und Gott sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Die Schlange der Schafe und Rinder wollte kein Ende nehmen. Das Blut der Tiere floss in Strömen. Die Feier überstieg alles, was man in Israel bisher gesehen hatte. Sein Vater David hatte die Lade bereits nach Jerusalem bringen lassen. Aber nur er, sein Sohn Salomo, hatte dafür das passende Gebäude bauen dürfen. Denn an Davids Händen klebte Blut. Das Reich, das Salomo erbte, war mit List und Gewalt erbaut worden. Seine Aufgabe war es nun, diesem Reich die nötige Festigkeit zu geben, damit auch kommende Generationen seiner Familie auf diesem Thron Platz nehmen konnten. Dafür fehlte der Residenz einen repräsentativen Raum für Gott. Gott und König, Thron und Altar, beides gemeinsam bildeten eine Einheit. So würde die Macht für lange Zeit gesichert. Was könnte einem passieren, wenn man Gott als Nachbarn hatte? Salomos Sekretär tritt in den Palast. Als Pressereferent des Königs liest er den Bericht über die Feierlichkeiten, unseren heutigen Predigttext. Kann so veröffentlicht werden. Tief verbeugt verlässt der Beamte den Palast. Der König lehnt sich zurück. Ja, auf dieses Ereignis hatte er lange hingearbeitet. Er hatte es sich viel kosten lassen. Und es hatte sich gelohnt. In Gedanken ging Salomo die Konstruktion des Gebäudes noch einmal durch. Jedes Gebäudeteil hatte eine symbolische Bedeutung. Wenn die Menschen zum Tempel gingen, stießen sie erst einmal auf 2 17,5 Meter hohe Säulen, darüber 2,5 Meter hohe Kapitel. Und um diese Säulen herum waren Bänder, an denen Granatäpfel nachempfundene Figuren waren, 400 Stück. Erinnerten sie nicht an die beiden Bäume im Garten Eden, den Baum der Weisheit, der Erkenntnis von Gut und Böse und dem Baum des Lebens? Hier war also der Eingang zum neuen Paradies. Die Menschen kamen dann durch die Vorhalle in den Hauptraum, wo der Altar zu finden war. Viel Aufwand hatte er auch für ein Becken investiert. 6000 Liter Wasser fasste es. So etwas gab es sonst nur in den Gotteshäusern Ägyptens. Ein Abbild des Himmelsozeans. Allen sollte klar werden, hier ist Gott zu Hause. Hier bist du sicher. So sicher wie einst als Baby im Schoß der Mutter. Denn die erschreckenden Naturkräfte sind gebändigt. Wer sich im Haus Gottes aufhält, ist geschützt. Getragen wurden die Becken von 12 Rindern, als Symbol für die 12 Stämme Israels. Jedes dieser Rinder schaute in eine andere Himmelsrichtung. Deutlich wurde so, hier im Tempel ist der Mittelpunkt der Welt. Besonders gelungen waren ihm die Engelsfiguren. Ihre 2,5 Meter langen Flügel berührten sich in der Mitte des Raumes. Ja, Engelfiguren gehörten einfach in einen Tempel. Sie vertrieben die bösen Geister, so hatte er es gehört, wenn ihm bei den Reisen zu den Nachbarkönigen deren Tempel präsentiert wurden. Ja, mit dem neu errichteten Tempel konnte Salomo sich bei seinen Nachbarkönigen sehen lassen. Salomo las noch einmal den Bericht vom Fest. Besser hätte es sein Pressereferent nicht schreiben können. Es klang wie aus einem Mund, als alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten: Der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Der Tempelgesang, das Spiel der Instrumente, alles war ein Klang, ein großer Lob Gottes gewesen.
Der Rauch der Opfer all der Tiere hatte den Tempel erfüllt. Die Priester konnten ihren Dienst deswegen nicht fortsetzen. Ja, sein Schreiber hatte es schön formuliert. Es erinnerte an damals, als Mose die Stiftshütte einweihte. Nur eins passte nicht so recht. Die Bundeslade, dieser hölzerne Kasten mit den in Stein gemeißelten 10 Geboten. Schäbig sah der aus, irgendwie so aus der Zeit gefallen. Aber Salomo machte sich noch einmal klar, wie wichtig der Kasten für den Erhalt seiner Macht war. Allen Untertanen wurde so klar, Gottes Gegenwart ist im Tempel eingezogen, ganz nah beim König, auf See und Hörweite. Früher teilte Gott sich seinem Volk immer mal wieder mit, aber jetzt verwalteten Priester Gottes Gegenwart. Also der Kasten musste Platz finden im Tempel, natürlich im Allerheiligsten. Aber wie geschickt hatte er es geplant. Die Engelfiguren verdeckten mit ihren goldenen Flügeln den schäbigen Kasten. Nur die Stangen waren länger als gedacht gewesen. So schauten sie hervor, als ob deutlich werden sollte, jederzeit konnte die Lade wieder ihren Ort ändern, wieder mit dem Volk mitreisen, so wie es früher gewesen war. Es ärgerte ihn ein wenig. Daran hatte er nicht gedacht. Besser, er hätte die Lade schon mal probehalber in den Tempel bringen lassen. Dann hätte man die Engel etwas größer gemacht. Aber zum Glück waren die Stangen für das gemeine Volk nicht zu sehen. Und die Priester, das waren bezahlte Beamte, von ihnen kam keiner auf dumme Gedanken. Sie würden mit dafür sorgen, dass alles so blieb, wie es war. Das Reich des Königs David und Salomo war nun gerettet, die Zukunft gesichert. Alles könnte jetzt ewig so weitergehen. Beim Aussuchen dieses Bibeltextes, liebe Gemeinde, hat sich die dafür vorgesehene Kommission etwas gedacht, den Bibeltext auf den Sonntag Kantate zu legen. Inspiriert wurden sie wohl von dem schönen Gesang in Salomos Tempel. Es ist nicht schwer, vom Singen und Spielen im Tempel auf die Schönheit gottesdienstlicher Musik heute zu kommen. So könnte alles so harmonisch und feierlich sein, ohne kritischen Unterton, den ich hier anstimme. Ihr habt es sicherlich gemerkt, ich lese diesen Bibeltext bewusst gegen den Strich. Aber auch das habe ich aus der Bibel gelernt. Denn die Herausgeber unseres Predigttextes sind selbst kritische Leute. Zweimal wird in der Bibel die Geschichte der Könige erzählt. Einmal im Buch der Könige selbst, kurz nach der Katastrophe, als viele aus dem Volk Israel nach Babylon verschleppt wurden und damit das Ende des Königtums eingeläutet wurde. Dann noch einmal ungefähr eine Generation später im Buch Chronik. Hier geht der Blick nicht nur zurück, sondern man wagt auch schon in die Zukunft zu schauen. Es besteht Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat. Die Herausgeber beider Bücher bewegt eine Frage und sie stellen sie immer wieder. Wie konntet ihr Könige nur so dumm sein und Gott missachten und so alles aufs Spiel setzen? Ein jahrtausendaltes How dare you? Wie konntet ihr es wagen? Denn die Generation, die diese Geschichten herausgibt, tragen die Folgen des Fehlverhaltens ihrer Väter und Mütter. Ein Sprichwort machte damals die Runde. Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf. Wir müssen ausbaden, was vergangene Generationen verbockt haben. How dare you? Beinahe ist es schon vergessen, wie Greta Thunberg im vergangenen Jahr der älteren Generation diese Frage entgegenschleuderte. Wie könnt ihr es wagen, durch euer Konsumverhalten den kommenden Generationen die Luft zum Leben zu nehmen? Nun sorgt diese Pandemie mit einem Schlag dafür, dass Kreuzfahrtschiffe in den Häfen festliegen und Flugzeuge am Boden bleiben.
In Venedig ist das Wasser wieder kristallklar, kann man lesen. In den Kanälen können die Venezianer wieder bis auf den Boden sehen. Und an anderen Orten Italiens wurden sogar wieder Delfine gesichtet. Das ist eben diese Pandemie auch. Eine Denkpause, um zu überlegen, ob es denn in Zukunft alles so weitergehen soll wie bisher. Muss man im Urlaub mit Flug- und Kreuzfahrttour die Luft verpesten, nur weil man es sich finanziell leisten kann? Neue Möglichkeiten der Kommunikation werden in diesen Tagen ausprobiert, auf die man hoffentlich in Zukunft zurückgreift, wenn der internationale Handel wieder anläuft. Das Volk Israel hat damals die Katastrophe dazu genutzt, ihre Vergangenheit kritisch zu hinterfragen, mit dem Ziel, es in Zukunft besser zu machen. Kann Covid-19 uns auch dabei helfen, nachzudenken, damit wir in Zukunft anders leben? Ist es verwegen, wenn ich die Pandemie auch als so eine von Gott verordnete Denkpause sehe, vielleicht sogar als ein letzter Warnschuss vor der Klimakatastrophe? Muss man erst eine Krankheit bekommen, die Menschen den Atem nimmt, damit wir uns Zeit nehmen, um einmal tief durchzuatmen und zu überlegen, wie leben wir eigentlich? War das alles richtig, wie wir in den letzten Jahrzehnten mit der Natur umgegangen sind? Soll es in der Zukunft einfach so weitergehen oder geht es auch anders? Noch einmal kritischer als die Geschichtsschreiber blicken die Propheten auf das Tun der Könige. Jeremia kritisiert den Hype um den Tempel und macht aufmerksam auf das, was jetzt im Tempel durch die Engelwesen verdeckt wird, die in Stein gemeißelten 10 Gebote in der Bundeslade, Gottes Angebot an sein Volk. 600 Jahre später wird einer in dem dann dritten Tempel in Jerusalem stehen und mit ähnlichen Worten den Tempelbetrieb und die damit verbundene Idee kritisieren, Gott an einem Ort festzubinden und ihn mit Zeremonien zu beschwichtigen. Jesus wird diese Kritik das Leben kosten. Die ersten 300 Jahre sind Christen ohne Kirchengebäude ausgekommen. Sie haben sich in Wohnungen getroffen und dort Gottesdienst gefeiert. Mit dem Bündnis zwischen römischen Kaiser und der Kirche begann dann auch die Bautätigkeit. Immer größer und prachtvollere Gebäude wurden errichtet, zur Ehre Gottes, aber eben vor allem zur Ehre der Menschen. Zuerst von Königen und Fürsten, dann auch von reichen Kaufleuten und Handwerkern. Wie selbstverständlich wurde dabei davon ausgegangen, dass Gott bei dem Spiel mitmacht. Keiner kam auf die Idee, ob es wirklich Gottes Wille entsprach oder ob Gott nicht an etwas anderes gelegen war. Geht gerecht miteinander um. Nutzt nicht Fremde, Waise und Witwen aus. Vergießt nicht das Blut unschuldiger Menschen. Lauft nicht fremden Göttern nach, die euch ins Unglück stürzen. Das gibt Jeremia uns mit auf den Weg. Ja, ich freue mich, wenn wir an Pfingsten hier wieder Gottesdienst feiern, wenn wir zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören. Mich macht es traurig, dass wir dann nicht singen dürfen. Denn Singen, das Lob Gottes, gehört einfach zu einem Gottesdienst. Richtig Gottesdienst werden wir erst wieder feiern, wenn wir hier wieder laut Gott loben können. So wie es damals im Tempel in Jerusalem geschah. Der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Israel hat es in der Verbannung gelernt, dass Gott auch ohne Tempel anwesend ist. Gott bindet sich an kein Gebäude, sondern er bindet sich in Jesus Christus an uns, egal an welchem Ort wir uns gerade aufhalten. Und er fragt uns: Wie hältst du es mit meinen Geboten? Amen.
Rund 300 Euro an Spenden für unterschiedliche Zwecke sind in den vergangenen Tagen, 10 Tagen, eingegangen. Vielen Dank allen Geberinnen und Gebern. Die Kollekte ist diesen Sonntag für das diakonische Werk bestimmt. Braucht ihr die Kontodaten oder weitere Informationen, schaut einfach auf unsere Homepage www.altreformiert-uelsen.de. Dort findet ihr auch den aktuellen Grenzboten, Jugendboten und unseren Gemeindebrief. Das Fürbittengebet stammt heute von Pastorin Katrin Ochsen aus Berlin. Ein Gemeindeglied hat es mir diese Tage zugeschickt. Die heutige Predigt und weitere Zeitschriften liegen hinterm Gemeindehaus aus. Ein Dankeschön nochmal an Siegfried Kluth, der die Filmsequenzen zusammenstellt und mit Fotos und Filmen ergänzt. Ein Dank auch an Jan Block an der Orgel, an Hanna Blomendahl und an die Kamerafrau Tabea Baus. Kommen wir noch einmal im Gebet vor Gott. Gott, dies ist eine Zeit, die alles so langsam macht, in der wir so viel Geduld brauchen. Wir müssen uns ducken wie hinter einer Mauer, bis das schwere Wetter vorbeigeht. Wir bitten dich für alle, die keinen Schutz finden können in dieser Zeit. Für die Kinder, die in schwierigen Verhältnissen leben müssen. Für die Obdachlosen. Für die Flüchtlinge und alle Menschen, die in Armut leben in dieser Welt. Gott, wir versuchen zu verhindern, dass der Zweifel wie eine Bürste aus Draht scharf an unserem Herzen kratzt. Wir wollen nicht, dass unser Licht verlischt. Aber wir werden ungeduldig und zaghaft zugleich. Niemand weiß, was jetzt richtig ist und was falsch. Wir bitten dich um Geduld und Besonnenheit bei allen, die jetzt Verantwortung tragen. Mach uns klar, dass wir sie mittragen und niemand uns sie abnehmen kann. Lass uns spüren, dass du mit uns durch dieses finstere Tal gehst. Gott, lass uns gelassen und großmütig bleiben, als täten wir jetzt nichts anderes, als den Tisch zu decken und auf das Fest zu warten, das kommt. Die gute Zeit kommt wieder, das versprichst du uns. Einmal gehen wir wieder über grüne Auen. Dort wird die Luft sanft sein und voller Anfang. Und dann kommt kommen die neuen Tage, so gewiss, wie die Morgenröte aufleuchtet. Gott, alles, was uns auf dem Herzen liegt, wir wollen es dir jetzt in einem Augenblick der Stille sagen. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
mit euch alle Tage bis an der Weltende. Die Hoffnung auf sein ewiges Reich halte er in euch wach. Amen.